Ich mach's jetzt einfach. Du machst es einfach. Ob das funktioniert. Den Spalt einfach mit Bogenschützen vollziehen. Meine Güte, mehr als verlieren können wir nicht. Hast du oben gesichert? Ja, soweit es eben ging. Ich mache hier noch eine Eisfalle hin, so bin ich blank. Gut, ich drücke jetzt G. Willkommen in meiner Höhle. Bombenangriff! Bombenangriff! Sie brechen durch! Ist das eine Leber? Nein, das war eine Niere. Hui! Angriff! Ich wollte gerade schon sagen, die Welle ist gleich vorbei, aber da kam auf einmal noch mehr. Wenn ich so weitermache, gehen ihm bald die Orks aus. Oh ja, bald sind die Orks an. Nein! Nicht Orks alle sein. Stirbt. Was hast du da eigentlich für eine Waffe? Klingenstab. Wollen wir wieder extravagant sein, was? Ja, ich hab doch gesagt, ich gehe hier mit einer Nahkampfwaffe noch rein. So viele Feinde und so viele Opfer. Und wenn ich das so sehe, haben sie die definitiv besser gemacht im Vergleich zum ersten Teil. Okay. Was ich hier gerade so abgeschnitzelt habe mit deiner Unterstützung. Ja. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Praktisch. Okay, es wird noch nichts Neues angezeigt. Bogenschützen. Los geht's. Okay, von unten kommen sie jetzt. Ich gehe runter. Hui. Soll ich oben dann wachen? Ja. Oh. Shit, 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 shit. Sag mal, oben müsste eigentlich auch relativ sicher sein. Also wenn sie durchkommen, dann stark angeschlagen. Der Rest würden dann deine Bogenschützen machen. Ich glaube, die haben kein Schussfeld dahin. Nee, ich meine, die kommen dann aber runter. Die richtige Kombination. Also alles, was durchkommt, die würden dann ja zwangsläufig zum Spalt laufen und dort würden sie dann von deinen Bogenschützen eigentlich problemlos platt gemacht werden. Oh, jetzt kommen sie aber hier doch. Das ist sehr doll. Ich bin da weg, ja? Ich mache hier... Ja, ich hab's gesehen. Gut. So, okay. Oh, das extra Geld. Überhaupt keinen Druck, was die hier machen. Oh, aber ja. Oh, hallo Pionier. Vorsicht, die Pionier. Ja. Wie viele waren das jetzt? So. Schon vorbei. Heil dich. Ey, die schneller. Der Duft von Säure am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Darf ich bitten? Sie brechen durch! So, jetzt kommen sie. Ach, scheiße. Da habe ich jetzt gar nichts gesichert. Eine harte, aber gerechte Lektion. Deswegen habe ich doch da die Bogenschützen aufgestellt. Ja. Aber ob das reicht? Also, was ich hier sehe, reicht das. Okay. Bin ich ja beruhigt. Süß hat gereicht. Wenn oh, so weiter hallo. Mache, gehen ihm bald die Orks aus. So, ich komme hoch. So, ich hätte auch den Teleporter nehmen können. So, orkische Unterstützungseinheiten. Mehr gibt's nicht. Nö, ist alle. Mehr gibt's wirklich nicht. Ich werde sie kalt machen. So, überhaupt nicht übertrieben. Ja, okay. Gut.
Wir wollen ja ein bisschen haushalten mit den Bogenschützen. Okay, eine Eisfalle bringt's nicht wirklich. Da mache ich lieber hier oben noch was. Hier noch eine Säurefalle hin. So. Ja, ich denke, das da unten haben meine Bogenschützen ganz gut unter Kontrolle. Jo. Was ist das für eine neue Teufelei? Kann man hier eigentlich runterspringen? Ja, kann man. Eine entzückende Mord. Der hat dich gehauen. Hat er nicht. Okay. Habe ich mir das eingebildet. Au, 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 Pioniere. Ah, ja. Warum kommen die denn jetzt nur von hier? Weiß ich nicht. Oh, oh, Pionier. Hallo, Pionier. War vielleicht so zum Aufwärmen. Wir sind noch nicht fertig. So, Oh. Ja, das solltest du nicht machen. Warum? Ich hab's überlebt. Ich kann's machen. Ja. Yeah. So, ich geh wieder hoch. Oder? Nee, die kommen von da unten. Sie sind unten! Oh, Feueruhr. Bitte hinten anstellen. Ist übrigens unter meiner Kontrolle, ja. Also. Ja und, ich töten trotzdem, solange sich nicht wehrt. Ja eben, das war der Grund. Du solltest wissen, dass es sich nicht wehrt. Stirb, stirb, stirb. Warte auf mich. Warum bin ich betäubt? Trolle. Sterbt! Los! Gut. So. Das hätten wir dann gemacht. Hier ist keine Lava. Nein, hier nicht. Hier noch eine und dann eine. Aber man muss sich halt mehr heilen. Mit einer Nahkampfwaffe. Oh, okay. Das solltet ihr alleine schaffen. Oh. Echt? Sieht ein bisschen voll aus. Echt nicht. Nö, haben sie geschafft. Okay. Ich weiß ja nicht, ob ich überhaupt was treffe mit meinem Schwert. Und ob ich damit überhaupt Schaden mache. Das ist Button-Mashing allererster Güte. Das verdient eine 1 plus. Oh, hier ist Magier. So, jetzt arbeitet er für uns. Jetzt arbeitet er für niemanden mehr. Oh, da war sogar noch ein Goblin-Schamane. Meine Lieblingsfalle. Der Brenner ist ihre Lieblingsfalle. So, bin fertig. Kommt zu mir. Überhaupt nicht übertrieben mit den Bogenschützen. Ach, das ist vollkommen normal. So, wie viele waren das? Vorsicht, ein Magier. Zwei sogar. Ja. Ja. Schick. Noch eine Kombo. Ja, noch eine Kombo. Guck mal an. Ein klarer Beweis meiner Überlegenheit. Ja. Das passt ausgezeichnet. Okay, ich kann keine mehr platzieren. Wächter alle.
Sie sind unten! Boah, wie die einfach durchsprinten. Und dann werden sie von meinen Bogenschützen getötet. Ja, ich meine auch die Knolljäger. Ja, ich auch. Okay. Wenn sie einer Falle aufweichen, sind schon nah dran in die nächste. Geh runter. Ich bin ja hier. Okay. Wir haben hier das eben alles alleine freigehalten. Ich habe hier nichts gemacht eben. Ein Hoch auf die Bogenschützen. Jo. Oh. Schauriges Lachen. Mohaha. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Zack. Zack. Darf ich bitten? So. Die werden einfach weggebrannt. Ja. So muss das doch sein, oder? Was anderes kann man noch mit Orks gar nicht machen. Bitte hinten anstellen. Sterb, sterb, sterb. Wie das aussieht. Was? Oh, herrlich. Ja, die brennen alle, die kommen alle schon halbtot hier an die erste Säurefalle. Warum, was hast du denn aufgestellt? Eigentlich nur Brenner davor, ne? Drei Reihen. Das war's schon? Nee, vier Reihen. Wenn du zwischen einer Reihe Brenner noch eine Eisfalle oder Teerhalt platzierst, wird's effektiver. Weil sonst kann es dir passieren, dass der erste Brenner hochgeht, den Ork über sich drüber wirft und dann auch über den zweiten Brenner drüber wirft. Okay. Dann ändere ich das jetzt mal schnell, auch wenn es jetzt für die letzten Runden wahrscheinlich schon ja, eigentlich überflüssig ist, aber... Wir wollen ja richtig spielen. Hui! Vor allem richtig spielen, weil da 10.000 Bogenschützen im Hintergrund stehen. Das ist richtig spielen. Ja, genau so funktioniert das. So. Hallo Bogenschützen. Na komm. Ja, wenn die Kacknome die Fallen nicht immer auslösen würden, wäre es noch cooler. So viele Tote auf einem Haufen. So, ihr kommt hier nicht vorbei. Los, sterbt. Ganz schön tot. Oh Mann. Nein, 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 nein. So. Ach, das warst du. Ich dachte, du warst immer so ein Gnomenmagier. Ja, vielen Dank. Ich bin ein Gnomenmagier. Das sollte sie langsamer machen. Darf ich bitten? Die Sprüche von diesen Figuren sind aber auch hart teilweise. Bitte hinten anstellen. Konzentriert euch gefälligst. Oh, ich bin ja fast tot. Sowas. Ein extra Schädel. Okay, extra Schädel lässt mich mehr durch, Leute. Ich muss mehr zum Spalt. Schauen wir mal zu. Oh, meine Güte. So machen wir das jetzt in jedem noch kommenden Level. Jo, wir stellen einfach alles mit Bogenschützen voll vorm Spalt. Das ist Nubisch hoch 10. Nein, Mann, das ist so, das soll so sein. Das ist garantiert nicht, dass kein Balancing-Fehler. Das muss so ist. Die sind schon nah dran. Achso, es war ein Jäger. Ja, ein neuer Jäger. Ich hab mich schon gefragt, was für ein roter Punkt da um den Spalt drumherum rennt. Das war interessant. Boah. Kann ich jetzt mal wieder. Oh, hallo. Wollte mich hauen.
Wow, keiner durchgekommen. Cool. Obwohl die hier eben richtig Druck gemacht haben. So. Yay. Yeah. Wow. Mit Enter den Chat öffnen. Yay. Yeah. 5 Köpfe.